Fall komplett lost gewesen. Wirklich? Ich habe gedacht, das ist so eine Electronic Band. Aber absolut, aha, also nein. Kennt man heute irgendwie nicht mehr so. Was? Also R.E.M. Ja, doch, schon ein bisschen. Also kann ich. Doch, ich habe schon ein bisschen das Gefühl. Aber irgendwie habe ich... Ich habe gedacht, ich würde es eigentlich wie Depeche Mode oder so. Mhm, nein. Depeche Mode. Ich habe jetzt nicht die ganze Story von denen... Ich habe noch recherchiert. Ich glaube, wir sind schon fast mit drin, ne? Im Thema. Zu unserem... Welche Nummer sind wir? Peinlich. 43. Wenn ich richtig nummeriert habe. Nummer 43. Fast ein Jahr Premiere haben wir. Also, nein, nicht Premiere. Jubiläum. Ja. Aber noch nicht ganz. Genau, wir reden über R.E.M. Automatic for the People. Ein Album von 1992. 92? Ja. Ah, ich habe es aufgeschrieben, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Mhm. Irgendwie hätte ich die 80er tun. Ich wäre einfach komplett falsch gewesen, allgemein. Glaube. Irgendwie schon. Also sie sind... Also irgendwo schließlich US-amerikanische Rockband. Dann wirklich viel, 85 Millionen verkauft die Alben. Also die Alben über alles. Mhm. Eine der erfolgreichsten Bands des Alternative Rock. Ist denn da wieder? Und irgendwo steht dann aber halt auch wieder, sie sagen eher so Indie. Okay. Ich habe jetzt nicht so mega alternativ gefunden, das Album. Ja, aber ich habe jetzt nicht die ganze Geschichte, aber sie sind von irgendwo her gekommen und haben sich dann so entwickelt. Ja. Und der Vorgängeralbum von dem, weil ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, was heisst, ganz schlecht. Schlecht vorbereitet. Das war schon ein Erfolg gewesen. Ich glaube, 90 oder 91 rausgekommen. Und dann haben sie das rausgebracht. Das ist dann ihr erfolgreichstes Album geworden. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, wie es sich nachher weiterentwickelt hat. Ich meinte, ich hätte die nächste CD auch gekauft und bin dann irgendwie enttäuscht gewesen. Weil es nicht mehr da war wie vorher. Okay. Das ist einmal so Sachen, die wir auch schon besprochen haben, zum Beispiel bei Radiohead, sind wahrscheinlich auch die einen abgehängt. Ja. Andere sind eingestiegen. Da gibt es vielleicht auch so Phasen, wo es mal deinen Stil trifft oder deinen Geschmack und dann halt irgendwann vielleicht nicht mehr. Aber da die, gerade jetzt, also das Automatic for the People, ist schon noch, habe ich schon sau gut gefunden damals. Ist mir aber eigentlich erst jetzt wieder so bewusst geworden. Mhm. Als ich es mal wieder gehört habe, ist irgendwie so, habe ich da vergessen. Das hat also mehr gute Reviews, habe ich gesehen. Ja. Ja, es ist vielleicht, eben sind sie so ein bisschen im Mainstream so ein bisschen einen Schwenk gemacht. Mhm. Und haben sich dann wieder irgendwie ihre Independence verabschiedet. Das kann sein, aber ja, ich glaube, es gibt. Es ist ein Album, das man sollte kennen, denke ich. Mhm. Oder mindestens noch der Titel. After in den 90er Jahren bist du eigentlich nicht an einem vorbeikommen. Ja, also jetzt ja immer noch. Lieder, die man kennt, auch wenn man jetzt nicht so unbedingt, also kann ich jetzt so Everybody Hurts und Man on the Moon, mhm, das kennt, die kennt man einfach so. Ja, ich glaube, die laufen heute noch im Radio, das ja. Gefühl. So, ja, ich glaube auch. Ich hab, also Out of Time übrigens, hat jetzt schnell wieder anschauen, ist das Album vorher gesehen. Okay. Mit dem, glaube ich, sind es, ja, ich habe so eine Erinnerung, der breiten Öffentlichkeit bekannt worden. Und the Breakthrough. Dann, ja, schon ein bisschen. Mhm. Genau. Und dann relativ schnell, ja. Also das ist wirklich, Out of Time ist 91. Und dann ein Jahr später schon das nächste Album. Bei Out of Time ist auch noch Losing My Religion. Das kennt man auch. Ja. Das ist auf dem, auf Out of Time gewesen. Also, einfach. Yes, also ich habe nicht so viele Liedersachen geschrieben, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe so als Großes und Ganzes eigentlich noch gut gefunden, also nicht schlecht, aber ich habe jetzt halt nicht so mega so Sachen gefunden, die ich so interessant gefunden habe zum Aufschreiben, mhm, und erzählen. Von dem her, ich weiß nicht, willst du mal ein bisschen erzählen,
Ja, ich finde das ein bisschen allgemein und über Bands, wenn ich so ein bisschen drüber gestolpert bin. Ah ja, das ist auch gut. Also wir haben einmal Band, das sind eigentlich vier Jungs, wo irgendeiner hat mal aufgehört im 97, der Schlagzeuger Bill Berry. Und sonst haben wir den Mike Miles, der macht Bass, Piano, Keyboard, Akkordeon, Begleitgesang. Der Peter Buck, der macht Gitarre, Mandoline und Bass. Und der Michael Stipe, nehme ich an, sagen wir so, der singt. Wenn wir jetzt beim Schauen, also das sind eigentlich alle Songs, ist die Musik von Barry Buck Miles, also von der, jetzt mal, Instrumentalisten. Und die Texte sind vom Stipe, vom Sänger. Okay. Also das ist jetzt bei dem Album bei allen so. Ja, es ist eine erfolgreiche US-amerikanische Rockband. Sie gelten als bedeutender Vertreter, der hat schon der Pionier von der Alternative Rock. Wenn haben wir das angefangen? Keine Ahnung. Ja, Die was? bewegen sich so zwischen Rock-Pop-Musik. Das finde ich auch, da kann ich unterschreiben. Mit Einfluss von Country und Folk-Element. Okay. Ja, hat's. Vielleicht jetzt, also Finde ich es nicht so fest. Aber. kommt vielleicht auch ein aufs Album drauf an. Also vielleicht jetzt andere Alben, was ja mehr von dem kennt. Ja, und der Peter Buck, also der Gitarre-Mandoline-Bassist, hat mal gesagt, sie sind, die sind ja eher so ein bisschen melancholisch, oder? So in Moll gehalten, ein mittleres Tempo, etwas rätselhaft, Semi-Folk-Rock-Balladen. Das ist das, was jeder denkt, und zu einem gewissen Grad stimmt es. Also es ist schon so ein bisschen ein Stil, auch Texte sind ja ein bisschen kryptisch Ja. meistens. Darum, ich habe mich jetzt gar nicht so mit dem Text aufgehalten. So beim Hören. Ich habe vielleicht ein bisschen auf anderes noch geschaut. Was ich weiß, ist das Man on the Moon, dass dort um den Andy Kaufman geht. Kennst du den Andy Kaufman? Ja, da habe ich jetzt auch gesehen, auf Genius ist dort etwas gestanden. Das ist ein Komiker oder. Ja, das war Komiker gewesen. Und die wollten dann einen Film über den machen. Mit dem Jim Carrey. Oder haben sie gemacht? Der Milos Forman oder wie der heißt. Oder irgendwie so. Der Milos Forman. Ja, wahrscheinlich Das ist eher ein so. Tschech, glaube Ich kann sagen, das ist glaube ich nicht Englisch, aber ja. ich. Oh. Der hat noch anders Bekanntes gemacht, aber ich habe vergessen. Okay, ja, ich kann es da auch nicht sagen. Aber ja, jedenfalls. Weiß ich, dass das dort ist, weil der Jim Carrey ist in dem Film so zu sehr Method Acting am machen gewesen. Und dann hat er so nicht mehr gewusst, wer er ist. Er hat wirklich gedacht, er wäre Okay. Andy Kaufman. Ich habe Ja. auch mal ein Doku darüber geschaut. Und ja, also das Lied ist, glaube ich, für den Film gemacht worden. Das ist ein gutes Lied. Oder vielleicht nicht für, Ja, doch, glaube nein, ich, ist ein sogar für den gutes Film. Lied. Ist, wollen wir schon unter meine Notizen gumpen. Also für mich ist so fast der poppigste Song auf dem Album. Der ist auch eh noch happy und die anderen sind zum Teil Ja. eben so melancholisch. Ja, das stimmt, ist eh noch happy. Auf dem Stil, ja. Das ist richtig. Und sonst habe ich. Also, du hast jetzt gerade über Text geredet, dass du so nicht zu viel aufgeschrieben hast. Ja. Habe ich jetzt an den auch nicht so mega noch bei anderen Sachen rausgelesen. Ich habe, ja, zum. Vielleicht ein paar Sachen zum Album habe ich noch, schon noch. Ja. Also die Hits, Drive ist auch noch ein Hit, der drauf ist. Everybody Hurts. Hast du, glaube ich, schon erwähnt. Man on the Moon, das sind so also die kommerziellen Hits. Die klar schon fest bestanden so von Live-Repertoire dann. War, aber bei so den Fans beliebt ist eigentlich Find the River und Night Swimming. Vielleicht nachher, wenn wir gleich noch schnell durchgehen. Noch drauf. Genau, eben, das war der grössere Erfolg wie der Vorgänger. Was schon auch noch auffallend ist bei diesem Album, finde ich, sind die Streicher. Also, ich habe es nicht zählt, aber gefühlt bei jedem zweiten Song hat es noch Streicher dabei. Ja. Und die Streicher-Arrangement der ehemalige Bassist von Led Zeppelin, der John Paul Jones, hat die arrangiert. Okay. Also, das heisst, ich weiß nicht, was jetzt da genau bedeutet, aber da ist ja, vielleicht hat ja
Band eine schöne Idee hatte von einer Melodie, aber hatten keine Ahnung, was wir da damit machen, dass das schon meistens ein Gigabratsche Cello. Stimmt. Man könnte spielen und dann brauchst du irgendeinen, der das macht. Und das sind Streicher-Arrangements. Die sind eigentlich meistens, macht das irgendeiner sonst. Ja, vielleicht auch noch speziell. Für die Aufnahmen sind es nicht einfach die eine Studie, die das gemacht, sondern sie sind eigentlich so durch die USA gereist. Okay. Also New Orleans, New York City, Miami, Atlanta und in Seattle. Nein, dort ist abgemischt worden. Genau. Ja, was auch noch ein Punkt ist, dass man amigs nicht so genau versteht, also akustisch versteht. Und da ist ja beim Titel, ich weiß nicht, ob du rausgehört hast, bei Sign Winter Sleeps Tonight. Dort ist ja eigentlich Textziele Call Me When You Try to Wake Her Up. Okay. Aber da geht auch schnell. Also dann irgendein. Eine kanadische Journalistin hat mal geschrieben, im Sommer 2001, sie versteht sich dort Call Me Chet Baker. Also ich muss mir da mal schon reinhören. Also ich verstehe es auch nicht. Ja, okay, lass mal laufen. Das geht jetzt wieder 10 Jahre. Dann haben wir schon schneiden, gell? Ja, aber kein Bock zum Schneiden, weißt du, wegen dem rede ich jetzt. Dann musst du da überbrücken. Aber ja, da ist noch. Aber da ist noch Amix das Gefühl, das ist so. Oh. Ja. Ja, hä? Hey. Das ist strange. Warte, was müsst ihr eigentlich sagen? Es müsste eigentlich heißen, Call me when you try to wake her up. Ah ja, er sagt es echt einfach mega schnell. Schnell. Also man muss halt wissen, was er sagt, dass er so. Ja. Es hat zum Teil selbst für Englischsprachige schwer verständlich. Schon noch. Ja, schon noch. Also ich bin kein Englischsprachiger. Also dann nehmen wir so einen Native Speak. Das glaube ich dann jetzt mal. Genau. Ja, was ich auch noch finde, ist die Stimme. Hat da so irgendwie einen Wiedererkennungswert. Vielleicht auch der Sound an sich jetzt von diesem Album. Er tönt ein bisschen älter. Also ich weiß nicht, wie alt er ist. Also er ist Jahrgang, schau schnell, Jahrgang 60, also dort 31. Ja, und dann älter. Ja, der älter 31. Finde ich. Kann ich jetzt nicht sagen. Er könnte auch so ein älterer Guy sein oder so. Ja. Er hat noch recht variabel. Also er singt häufiger hoch. Also Falsett, Kopfstimme. Bei einem Song auch eher tief, also ich glaube, der hat auch einen rechten Stimmumfang. Ich finde, sie hat so vom Ton, vom Charakter, erkennst sie. Ja, das stimmt schon. Hat sie etwas, was du gerade wieder erkennst. Ja, gehen wir gleich mal durch die Tracks durch. Wir haben 12 an der Zahl. Du hast aufgeschrieben, 43 Minuten oder so. 49. Genau, und startet mit Drive. Ja. Also eben, ich habe nicht so viel zu sagen. Einfach dort ist halt, kurz gefasst, ist jetzt nicht, fängt einfach an und ist, zieht dann einfach durch und ist fertig. Also es hat jetzt eigentlich nicht so Drive. Wobei der Text ist eben, glaube ich, da kryptisch, da habe ich gar nicht groß geschaut. Anfängt das mit ganz leisigem Einzählen. Gehört man gerade nur mit Kopfhörer, sonst denkt man, glaube ich, so geht es jetzt nicht los. Aha. Und dann, das hat so Stop and Go. Also es hat immer wieder so Phasen, Momente drin, wo es wenig weitergeht. Und dann nimmt es wieder so einen Anlauf. In der Mitte ist es aber besser, da kommen eben die Streicher dazu zum Beispiel. Also nicht nur, aber unter anderem die Streicher. Und dann hat es so eine Phase, wo es eigentlich so durchläuft. Und dann die zweite Hälfte ist aber wieder so das Stop and Go. Mhm. Und man muss vielleicht so mal darauf achten. Kommt da immer ein bisschen mehr dazu, eben Schlagzeug sitzt mal auf TikTok, hat es im Text drin. Sitzt ein Schlagzeug ein. E-Bass kommt mal dazu. Also eigentlich hat es einen, in der Mitte so den Höhepunkt und nachher geht es wieder runter. Drive. Eigentlich sehr speziell.
finde ich jetzt Drive. Ja. Ist nicht jetzt einfach ein Rock-Song oder ein Pop-Song. Das stimmt. Den habe ich auch noch gut gefunden, aber ich hätte es auch nicht so notiert. Mhm. Und der nächste ist Try Not To Breathe. Der ist... Also da habe ich im Text mal geschaut, oder? Da geht es um jemanden, wo Mercy Kill, was heisst das? Sterbehilfe, oder? Wenn man dann glaube sagen. Ja, so Gnade... So, also Gnade. Wo krank ist und nicht mehr will leben. Das ist vom Text. Und ich weiß es nicht bestimmt, aber scheint sich der Kurt Cobain das Album gelöst, oder das Lied. Ha? Ja, steht ja, bei Genius, ich habe es nicht erfunden. Nein. Wow, wo man sich also er sagt, der Kurt Cobain war ein guter Freund von Michael Stipe. Okay. Und dann, also, who shot himself after his drug addictions and ja, das weiß man. The back pain became too much, died listening to this album. Als ob. Ich weiß nicht bestimmt. Aber wenn man jetzt auf den Titel bezogen, ja. Okay. Dort vielleicht noch musikalisch, der Rhythmus klingt ein bisschen speziell, aber ich glaube, es ist einfach so ein 12/8, also es ist eigentlich gar nicht so etwas Verrücktes. Aber es ist einfach auch nicht so geradeaus. Mhm. Es ist gitarrenlastiger, wie der erste. Und dann kommt der Sign, Winter Sleeps Tonight. Ist das so komisch geschrieben? Okay. Den haben wir vorher schon drin gelassen, das ist da, wo man nicht versteht. Ja. Das ist aber die Stimme sehr typisch, finde ich. Da hat auch wieder Streicher dabei. Also beim ersten hat es, beim zweiten nicht, meinte ich, beim dritten wieder. Mhm. Und da ist eigentlich auch mal noch, wenn man jetzt eben den Text versteht, man eh nicht. Aber also auf den Begleitinstrumenten, also Gitarre, Tastinstrument, Streicher, Bass, Schlagzeug. Das ist auch gut gemacht. Dann kommt Everybody Hurts. Yes, da habe ich ein bisschen über Beats vielleicht. Ja, sag mal. Doch einfach gemerkt. Es hat so wie. Es ist so sehr entspannt, oder? Mhm. So ein bisschen melancholisch dies das. Aber es hat dann wieder einen Moment, wo so eine kleine ruckigere E-Gitarre und auch so Drums, die so ein bisschen mehr, weniger entspannt sind, so hier kommen. Die kommen und gehen wieder und das gibt dann halt so die Abwechslung. Mhm. Was halt dann auch gut ist, weil ich habe jetzt nicht die Länge aufgeschrieben, aber ich glaube, das ist auch nicht so ein kurzes Lied. Mal schauen. Ja, 5 Minuten 16. Also, eben, und dann ist halt sogar der längste, ja, ist der längste. Dann ist das natürlich auch hilfreich. Und eben, ja, der ist ja sehr bekannt. Mhm. Ja, jetzt etwas verträumt, finde ich. Ja. So sehr Reverb, hallmäßiger. Mhm. Also das dreht jetzt so wieder. Ja, das arbeitet es noch häufig. Der ist auch bei Drive schon. Ganz ein starkes Echo. Mhm. Also nicht nur ein Hall-Echo, ist nicht Hall, also das sondern wirklich Echo. Ja, ja. Ein Delay. Ja, genau. Ist eigentlich so sogar. Ja, da typisch ist noch, kommt immer im Bass, oder ist das düm, düm, düm. Mhm. Und dann kommt, glaube ich, wieder Everybody Hurts und so. Mhm. Und da ist die Message logischerweise so, ja, man kann Trost drin finden, dass allen mal schlecht geht. Man muss sich nicht schlecht fühlen, man sich schlecht fühlt, weil andere fühlt sich auch schlecht. Mhm. Also ich habe es nicht nachgelesen, aber so habe ich es auch beim Losen aufgefasst. Ja, naja, das stimmt. Das passt. Ich habe mir nichts dazu notiert, aber ich habe es gelesen. Ich meinte, das sei die Idee, die Message ist gerade an die Jüngeren. Also es kann mal schlecht sein, aber es wird da wieder gut. Ja. Gibt da gute Zeiten. Ja, der nächste ist ein instrumentaler Titel, New Orleans Instrumental No. 1. Ja, könnte man jetzt auch weglassen, habe es nicht so ja. Den Hammer gefunden. Es gibt einfach nur No. 2. Aber nicht auf dem Album. Dann der nächste Sweetness Follows. Die habe ich auch nicht so gut gefunden. Hat aber noch eine spezielle Atmosphäre, die Song. Das ist ein bisschen etwas Altertümliches. Es hat Instrumente, die ich nicht
einordnen kann. Es tönt wie ein elektrisches Cello oder so. Ganz krass. Schwierig. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen den alten Touch. Mhm. Ja, 7 ist Monty got a raw deal. Der hat so ein bisschen Einleitung und dann, also mit wenig Begleitung, da kommt der Rest von der Band dazu und dann läuft es echt durch. Und da hat es so noch Background Vocals. Und da hast du nichts aufgeschrieben. Gerade zu bringen um eine reale Person, glaube ich. Oder um zwei, okay. Montys. Habe nichts. Der nächste ist Ignoreland. Das ist ganz ein anderer Stil wie da vorher. Die Stimme ist aber eher im Hintergrund. Ich habe das Gefühl, es ist noch mit Filter. Ja. Ist jetzt auch nicht ganz so. Mal ist auch. Ja, also. Es hat jetzt da so, für mich, wenn ich jetzt so also schaue, so fängt ganz stark an, oder? Dann hat es ein bisschen, also jetzt der Instrumental und die nächsten zwei und dann Ignoreland geht es schon wieder drauf. Der nächste ist Stormy Kitten, da habe ich gar nicht aufgeschrieben. Der hört sich wieder ein bisschen runter. Vielleicht kommt nachher wieder eben The Man on the Moon, wo wir schon ein bisschen darüber geredet haben. Genau. Aber ich finde, so der poppigste Titel. Ja. Aber schon gut. Auf. Aber, okay, da können wir am Schluss sagen, oder ich kann es auch jetzt sagen, ist eigentlich egal. Aber das ist auch wieder da mit der Reihenfolge, die man wählt für sein Album. Mhm. Da merkt man jetzt wieder einen starken Anfang. Dann so, wie soll man sagen, auch ein bisschen so eine durchhängende Mitte. Und dann endet es aber wieder mit guter. Also, ja, endet wieder stärker. Und ja, also dann ist halt eben immer die Frage, Absicht oder nicht. Wahrscheinlich schon, wenn ich da jetzt so schaue. Weil die beiden krassesten sind wirklich ja die verschiedenen Enden vom Album. Von dem hat sie, glaube ich, schon ein bisschen gewusst, ja, was sie machen. Und es deckt sich auch mit, jetzt klar haben wir so die drei kommerziellen. Mhm. Erfolgreiche Drive, Everybody Hurts, Man on the Moon. Und ganz am Schluss kommen jetzt noch die letzten zwei, sind eigentlich die, wo die Fans ja am besten gefunden haben. Da wären Night Swimming und Find the River. Und Night Swimming ist noch witzig. Am Anfang hörst du so ein paar Texte streichen, wo sie sich so einspielen. Also, wenn sie so ein bisschen üben und dann, wenn einer kommt, sagt, halt, stopp, jetzt fangen wir an, ist Ruhe. Und dann startet der Song. Wir haben viel mit Klavier. Zuerst ja. Hörst du die Streicher gar nicht, die sich so eingespielt haben. Aber die kommen natürlich dann schon noch dazu. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo so Klavier kommt. Also das ist jetzt ja analog Klavier sozusagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein Fan, aber als ich die wieder gehört habe, dann kann man sagen, die haben mir damals eben auch gefallen, die zwei. Mhm. Ja, das ist mir hängen geblieben. Night Swimming deserves, aber ich hätte es nicht genau gewusst, war. Aber in dem Fall A Quiet Night. Und da hat man so, ich habe jetzt Bock bekommen, so, Digga, lass mal in der Nacht schwimmen gehen. So. Da ist auch kurz überrissen, ist eigentlich so Erinnerung an die Jugend. Mhm. Aber darum passt jetzt zu dir und dann sagst, hey, lass mal den Nacht. Aber da ist wahrscheinlich eher so heimlich im Schwimmbad. Also, ah, keine Ahnung. Ja, vielleicht da im See. Ja, ist da so also eher das Thema. Ja, aber das hat auch wieder, da passt ja so, eben, wenn es jetzt ja so ein bisschen zurückschauend auf die Jugend ist oder so, ist auch wieder da die ein melancholisch so emotional liegen. Touch und so, was ja eben auch der eine gesagt hat, das ist ein bisschen ihr Ding, das eher melancholisch ist. Und ja, eben, ich glaube, das ist das erste Mal, wo so Klavier da auf dem Album ist, oder? Das einzige Mal. Oder da ist halt sehr prominent, ja, das ist beim anderen sehr bemerkt. Im Vordergrund, und es ist wirklich das Klavier. Ja. Ja, wahrscheinlich ist recht. Weil sonst ist es einfach irgendwie Orgel, Keyboard, was auch immer. Aber so. Mhm.
Richtig, das Klavier ist, glaube ich, da. Ja, und der letzte ist dann Find the River. Da gefällt mir eigentlich der Wechsel zwischen also Strophe ist ganz anders wie beim Refrain. Ja. Also das eine ist eher so ein bisschen traurig, melancholisch, und das andere hat dann so wie einen, ja, ich bin nicht 100% sicher, ist auch wirklich der Wechsel mal zu Dur, also was einfach die Stimmung gerade wechselt. Dann hast du einen Background-Chor dabei. Darum, die sind schon, die zwei sind schon noch gut. Wenn sie jetzt ja nicht ganz so erfolgreich sind, wenn du da wieder schaust, Spotify, allermeist, Everybody Hurts, 302 Millionen. Das ist bei dem Album-Typ, den ich jetzt da habe, ich weiß nicht, ob das zusammenzählt ist. Ich glaube schon. Dann kommt Man on the Moon 122, Drive 56. Und dann hat doch jetzt Night Swimming 59, also mehr. Crazy. Und Find the River 26. Und dann die anderen sind dann. Ja, eins hat noch 20 und zwischen Schweiz drunter 5, 6, so 4,5. Mhm. Also ist ja immer noch viel. Ja. Einfach im Verhältnis zu den anderen. Echt abfallend. Ja, das sind jetzt so die Lieder vielleicht nicht so mega einschlägen, aber so über lange Zeit. Immer mehr Leute dann so finden und ja. Dann gut finden. Hat so ein bisschen zeitlos. Yes, das sind 12 Tracks, oder? Das sind genau. Sie. Und ja, du hast vorhin gesagt, du hast die CD gekauft. Bist du auch einfach so, also kann ich jetzt irgendwie so einen speziellen Moment geben, wo du sozusagen Fan geworden bist oder entschieden hast, das Album zu kaufen? Oder hast du gesagt, du hast da vorher gehabt, das Album? Ich bin der Meinung, ich habe das Album vorher gehabt. Ich bin es jetzt nicht gesucht. Meine CDs sind zwei verschiedene Orte. Ja. Jetzt habe ich in den Keller gestiegen. Von Out of Time gesucht. Aber ich meinte, das ist der Losing My Religion ist schon ein Mega-Hit gewesen. Mhm. Und dann hast du auch gewusst, es gibt ein neues Album von R.E.M. Dann hast ah, dann hast du es verkauft. Oder hast du dann gehört, quasi weil es erst rausgekommen ist? Welche Single? Ja. Wahrscheinlich ja Everybody Hurts oder so. Und dann hast du die CD gekauft. Und sonst, also ich kann es nicht sonst etwas festmachen, aber das. Ich denke, das ist so. Mhm. Das ist so gewesen, ja. Easy. Und dann, eben, ich müsste wirklich alles da forschen. Ich habe das Gefühl, ich habe die nächste auch noch gekauft und bin dann enttäuscht gewesen. So, das ist so meine Erinnerung, aber ob die richtig ist, kann ich nicht mehr ganz sagen. Aber vielleicht muss ich jetzt noch mal hören, weil das ja, einfach klar, auch ja. So, ich weiss noch, Tyler, the Creator, haben wir schon ein paar Sachen besprochen, da haben wir ja Igor auch gehört. Und ich habe so Igor mega gut gefunden, oder? Mhm. Und dann hat Tyler so angefangen, sein neues Album zu veröffentlichen. Zwei Jahre später, weil er macht ja alle zwei Jahre. Mhm. Und dann das erste Lied so mega Rap gewesen und Ego ist halt so gar nicht Rap. Und ich so, Und dann ist das Album rausgekommen und ich habe es durchgelost. Zum ersten Mal durchgelost bin ich enttäuscht gewesen. Es war einfach nur Rap gewesen und es hat so wenig von diesen melodischeren Ego-Sachen gehabt. Aber dann habe ich es so irgendwie nochmal gelost und dann noch und dann habe ich es einfach jetzt auch mehr gut gefunden. Mhm. Weil am Anfang ist man halt so, eben, du hast ja auch gesagt, du hast so vielleicht ist es so etwas völlig anders gewesen und du hast es wegen dem nicht mehr gern gehabt. Oder nicht ja. Gern gehabt. Und dann hatte ich halt auch gehabt. Und weil man hat dann halt so wie falsche Erwartungen. Aber da kann man ja auch eben dann nochmal hören, wenn man dann weiss, was man was einen erwartet. Ja, das ist jetzt doch schon lange her. Ja. Aber es ist ja so, wenn ich es ja schon angetönt habe, haben sie eben mit die zwei Alben Out of Time und das Automatic for the People haben sie sich eben Mainstream zugewendet. Eben eher so ein bisschen pop-orientierte Songstrukturen. Mhm. Ich kenne aber eigentlich auch nicht so, wie sie vorher gemacht haben. Und eigentlich sind sie da gar nicht gewesen. Aber eigentlich sind sie alternativer gewesen. Ja. Und um dem Image entgegenwirken, haben sie sich dann eben nach der erfolgreichen Phase wieder bewusst
Also da ist sogar bewusst wieder retrospektiv in Richtung Rockmusik entwickelt. Ich glaube, das machen noch viele. Das ist eigentlich genau das gleiche wie Radiohead. Das Ding war so mehr ein Hit. Okay, Computer noch so, ja okay, lass einfach etwas komplett anders machen, einfach absichtlich. Ja, aber ihre Wurzeln sind da im sogar im Grunge, glaube ich. Ja, okay, man kann sagen, okay, Computer ist nochmal anders als die vorher, aber ich meine, so da sich dagegen entscheiden, einfach ein logisches, vielleicht erfolgreicher zu machen, nämlich einfach nochmal das Gleiche, wie es schon funktioniert hat. Das finde ich eigentlich noch cool, wenn das welche macht. Und das hat ja R.E.M. also, dann auch gemacht. Ja. Es kann beides funktionieren. Ja. Also mal, wenn die ersten Beatles-Songs los ist und die letzte ist dann komplett etwas ja, anderes. Ist... Und dort hat es halt irgendwie funktioniert. Ja, die Beatles sind einfach so crazy, weil die haben einfach können machen, was wir wahrscheinlich, müssen. Wahrscheinlich. Aber wenn jetzt andere los ist, keine Ahnung, auch mal als Beispiel nehmen. Ich bin jetzt nicht der riesen Experte, aber ich glaube AC/DC, die machen da selber Witz drüber. Ah, dass sie immer das Gleiche machen? Ja, eigentlich ist immer das gleiche Schema. Das funktioniert einfach und es ist immer erfolgreich. Ja. Das ist jetzt nicht. Es gibt noch andere Beispiele. Also weißt du, wo sich nicht entwickelt? Aha. Ja. Die haben ihre, also entwickeln sich einfach mal zu ihrem Stil, ihrem Ding und dann ziehen sie einfach durch. Ja. Macht ist Sinn. Auch nicht falsch, ja, oder? Da gibt es auch. Aber es gibt beides. True. Und dann. Ja, darum irgendwie mal gesagt, habe ich dann eine gute Idee gehabt. Das ist gut. Dass man wieder gute Idee kann. Wieder anzuhören. Man muss einfach ein bisschen, ja, ich merke das, jetzt habe ich wieder eine Woche, zwei Zeit. Für das nächste zu wissen. Mhm. Wenn ich dann auswähle und es fügt mir auch bis jetzt so zu. Das ist gut. Und auf das vertraue ich jetzt mal. Ich habe einfach noch so eine Review gesehen, da hat er geschrieben, das ist so klassische Dad-Musik. Und da dachte ich, das stimmt. Das gibt schon so die Dad-Vibes. Und jetzt muss man, weiß ich mal, so wie einen Kanon machen von der offiziellen Dad-Alben. Mhm. Also universell Dads gerne haben. Das eine ist sicher Born in the USA und dann da hier. Also da wären es nur Dads, die so alt sind wie ich. Ja, so ich meine so... Plus, minus 50. Ja, ich meine die Dads. Mhm. Also Dads in deinem Alter. Ja. Dort tue ich einfach mal die zwei ziehen. Und dann... Ja, das ist sicher nicht falsch. Irgendetwas anderes noch, keine Ahnung. Ja, vielleicht erweitert sich die Kanon noch. Yes. I liked dieses Album, aber nicht so mega crazy, aber so ist gut gewesen. Und ja, ich bin irgendwie los am Anfang, ich dachte, es wäre Electronic irgendwas. Aber nee, aber ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Es ist eigentlich sehr wenig Elektronik. Das stimmt. Und ja, dann nächstes Mal, eigentlich habe ich mir überlegt, weil letztes Mal Simon und Garfunkel, da sind wir in den 60ern Vibe. Ich denke mir jetzt etwas Neues, aber irgendwie ich denke, es gab vorher denke ich so, nee, mir egal, ob es jetzt nicht so mega abwechslungsreich ist, aber ich habe jetzt einfach Bock auf Blonde on Blonde von Bob Dylan. Okay, jetzt hast du nochmal umentschieden. Ja, ich habe mich, während wir da am Reden waren, umentschieden. Weil vorher habe ich gesagt, das kann, nicht, das kann ich nicht als übernächstes sozusagen machen. Oh, nee, irgendwann wirst du das nicht. Überübernächst. Das kommt auch irgendwann genau Random Access Memories von Daft Punk. Mhm. Das wird auch immer gemacht. Aber ich bin auch ein bisschen in den Bob Dylan Vibes auch. Von dem her. Das wäre nächstes Mal. Dort habe ich auch noch ein bisschen. Dort kann ich noch so ein bisschen sagen. Weißt du, dort habe ich genauso wie eine kleine Story, wie ich auf das gestoßen bin und so. Was bedeutet für mich. Ja, das ist gut. Weil ich habe mich bis jetzt immer gescheucht von. Von Bob Dylan. Bob Dylan, ja. Ja, ich glaube das, also was zum einen, kann ich jetzt schon mal sagen, ja? Bob Dylan so mega verschieden, also das ist so das eine Album und dann so ein anderes Album und es tun dafür zwei verschiedene Leute. Von dem her, ja. Aber da ist so, da ist für mich so der quintessential Bob Dylan mit dem Album. Genau, und meine... Und du hast ein bisschen Angst? Nein, ich...
Ich kann es dir nächstes Mal sagen. Wieso, dass ich mich geschüchtert habe von Bob Dylan. Ja, weil du sagst, ich kann singen. Meinst du? Hat schon eine spezielle Stimme. Vielleicht hat mich das immer abgeschreckt. Und ich glaube, du musst. Das ist sehr textlastig. Und vielleicht gelangt mein Englisch jetzt, um das zu verstehen. Ja, was sonst, vor ein paar Jahren hätte ich noch nicht gelangt. Ja, sonst kann ich da ja auch wieder ein bisschen. Aber darum habe ich vielleicht das auch nie gehört vorher. Weil dürfen. Weil sie jetzt musikalisch vielleicht nicht so hübsch, dass es los ist, ohne dass du verstehst. Ja, es hat auch ein Lied, das finde ich ziemlich. Das ist so mega ein Hit anscheinend. Oder gewesen. Das finde ich einfach. Ich kann es mir nicht gönnen. Weil es tönt einfach falsch. Es tönt einfach so. Okay. What the fuck? Gibt es eine gute Coverversion? Ja, mal schauen. Aber ja. Gibt es ja einige Versionen von Bob Dylan Songs. Ja, das kann schon sein. Aber generell finde ich es ein gutes Album. Also ich will es da jetzt nicht. Das Album Flame, also wäre es nicht ausgewählt. Also ja, das ist nächstes Mal. Ja. Und super. Dann wünsche ich. Genau, gute Zeit. Tschüss.